Hallo ihr Lieben, willkommen in meinem Currently Reading. Heute ist Sonntag, es gibt keine kleineren Updates und ich habe diese Woche nur 535 Seiten gelesen. I know. Dafür ist einiges anderes diese Woche bei mir passiert und weswegen das nicht weiter schlimm ist. Und ich fange aber erstmal mit den Büchern an und wenn ihr dann noch Bock habt, könnt ihr zum Schluss noch schauen, was bei mir in meinem Leben sonst so passiert. Ja, ich habe am Wochenende, hatte ich fest vor, endlich Resident Evil 4 zu lesen. Dieses Buch schleppe ich jetzt schon ein bisschen länger mit mir rum und wer mir schon länger folgt, ihr wisst ja, ich bin ein Zombie-Fan und ich habe diese Reihe schon mal gelesen mit, vor 15 Jahren. Und ich lese sie nochmal. Und ja, der vierte Teil, der kommt irgendwie gar nicht in die Gänge und ich habe am Wochenende... Ich dachte so, ja, das erste Buch am Wochenende. So bei 68 Seiten angefangen. Ich habe bis 110 gelesen und das heißt, es waren 42. Ich habe mir auch gestern vorgenommen, also gestern war Samstag, gehört zum nächsten Vlog, ne, aber das Buch zu lesen. Ich habe gestern 6 Seiten gelesen. Das ist strunzenlangweilig und ich meine, wir sind, also ich bin jetzt auf Seite 116 von 266 und es tauchte noch kein Zombie auf. So, ansonsten zur Handlung, weiß ich nicht, ob ich da noch irgendwas erzählen soll. In den Resident Evil Büchern geht es meistens um Umbrella, die Experimente gemacht haben mit dem T-Virus unter anderem und irgendwelche biologischen Kampfwaffen oder Tiere oder Soldaten zu generieren. Und das ist ja ein bisschen schief gelaufen, weswegen es dann jede Menge Zombies gibt. Und das SARS-Team hat... gehörte am Anfang noch zu Umbrella, beziehungsweise, also dann wusste man noch nicht, dass Umbrella böse ist. Und sollten damals das Spencer anwesen, da gab es einen Vorfall, gucken, was da abgeht. Und dort haben sie halt dann die Zombies getroffen und festgestellt, dass Umbrella ziemlich korrupt ist und sehr viel Dreck am Stecken hat. Und seitdem kümmert sich das SARS-Team immer um diese Vorfälle beziehungsweise versucht andere Umbrella-Stützpunkte und Labors zu finden und stillzulegen. Und das passiert jetzt in diesem Band. Ich glaube, wir sind mitten in der Wüste. Und aber ansonsten geht es nicht voran. Wir haben wieder irgendeinen verrückten Wissenschaftler, mit dem wir uns die ganze Zeit beschäftigen. Ich habe ja nichts dagegen, wenn die ersten 100 Seiten noch kein Zombie auftaucht und man sich erstmal wieder mit dem Team beschäftigt. Wer von dem Team ist gerade wo auf der Welt? Und dass es wie in jedem Band wieder einen bekloppten Wissenschaftler gibt mit Allmachtsfantasien. Aber wenn das Buch nur 266 Seiten hat, dann ist das ein bisschen schwach. So, dann begann am... Samstag meine Leserunde zu Die Erbin, hat ja 608 Seiten und wir lesen es innerhalb von 12 Tagen. Und hier geht es um die Natalia, heißt sie, glaube ich, Natalia de la Crippe. Und sie ist eine Tochter einer sehr reichen und einflussreichen Familie in Schweden und sogar mit Adelstitel. Und ihr Vater ist aber übelst frauenfeindlich. Da gab es ja auch schon eine Szene, die ich mir, also frauenfeindlich und rassistisch, die ich mir markiert hatte, weil ich dachte, alter Schwede, geht's noch? Naja, auf jeden Fall sind die Frauen ja eher dazu da, um einen anderen reichen Finanzhai oder Typen aus der feinen Gesellschaft zu heiraten. Und dann entsprechend sich um die Kinder zu kümmern und um feine Partys und Benefiz und so weiter und so fort. Und sie ist aber recht schlau und arbeitet auch in der Finanzbranche und möchte etwas aus sich werden. Und ich denke mal langfristig auch ihrem Vater beweisen, dass sie es drauf hat. So, und ja, wie das bei solchen adligen und reichen Familien der Fall ist, gibt es natürlich mehrere Kinder. Und die zum Teil auch ein bisschen verwöhnt sind und zum Teil auch mal Mist angestellt haben. Und hier gibt es nämlich noch eine zweite Gestalt, den Kerl, den David Hammer, oder also David Hammer oder David Hammer. Muss ich sehr lachen, weil die Steffi liest mit und sie hat gestern in ihrer Bücherwoche schon gesagt, oh, der Name, der ist ja schon so weglaufen. Ja, eigentlich schon, ne? Ja, auf jeden Fall kann man davon ausgehen, dass die zwei sich ineinander verlieben.
Und er möchte aber eigentlich dieses ganze Imperium der Familie de la Crypte bzw. die Firma aufkaufen. Also der ist sowas wie, ich musste auch an Pretty Woman denken, wie die Steffi. Also der sozusagen jemand, der Firmen aufkauft und dann die nach und nach verstückelt, gewinnbringend oder so. Ich habe von sowas echt keine Ahnung. Ne? Aber ich stelle mir das so vor wie bei Pretty Woman. So. Ja, und der möchte diese Familie zerstören. Ich denke, es ist etwas passiert, denn er hasst den Vater von der Natalia. Jetzt sag ich schon wieder Natalia. Ja, doch, so heiße. Was hatte ich gerade gesagt? Natalia de la Crypte, so hieß sie doch. Wurscht jetzt. So. Jedenfalls. Meine Vermutung dazu, wie gesagt, kein Spoiler, ich habe diese Woche nur 100 Seiten gelesen und ja, die Leserunde begann am Samstag vor 7 Tagen und ich müsste jetzt schon mindestens 350 weg haben. Ja, am Ende des Videos wollte ich ja noch was dazu sagen, warum ich die Woche so wenig gelesen habe. Ich lasse meine Leserunde zurzeit ein bisschen alleine, was ich sehr schade finde, aber ich kann nicht aus meiner Haut. Ich habe, wie gesagt, das 100 Seiten gelesen. Man merkt, dass die sich so ein bisschen annähern und immer so, und und sieht gut aus und und wir daten uns so ein bisschen. Ich denke, die zwei kommen zusammen und der David, der möchte ihre Familie zerstören. Genau, da war ich. Ach, ich bin konfus. Also, man hat jetzt schon erfahren, dass der ihren Vater hasst und ihren, ich glaube, älteren Bruder. Und ich nehme deswegen an, dass der Bruder irgendwas getan hat. Ich glaube, die haben zusammen studiert oder sind zur Schule gegangen. Doch, ich glaube, studiert. Ich nehme an, dass der Bruder, der Peter, irgendwas getan hat, was vielleicht ein Menschenleben gekostet hat oder irgendetwas, was bei David tief gegangen ist und ich denke, der Vater hat es vertuscht. Also wie gesagt, direkt erzählt wurde davon nichts, deswegen denke ich nicht, dass es ein direkter Spoiler ist. Aber er hat auf jeden Fall so eine persönliche Vendetta am Laufen. Und ja, und ich gehe davon aus, dass die zwei sich ineinander verlieben und dass das dann zum Schluss aufgelöst wird und diese Familie halt nicht zerstört wird, aber hoffentlich der Vater und der ältere Bruder ihr Fett wegkriegen. Ich weiß es nicht. Es ist so eine Art Liebesroman mit viel Finanz- und Wirtschaftsanteil, was das Ganze ein bisschen intensiver macht und nicht ganz so leicht, was ich auch mal gut finde. Ne? Nicht dieses ganze Augenrollen und Augenrollen, Sexszene, Streit, Augenrollen, sondern was der ganze Sache ein bisschen mehr Substanz gibt. Aber ich kam die Woche irgendwie gar nicht voran. Also die zwei sind bei mir auch noch nicht zusammen und die haben auch noch nichts miteinander getan, außer gedatet. Aber ich weiß aus der Lesegruppe, dass es definitiv noch passiert. Will ich auf jeden Fall weiterlesen. Dann habe ich am Montag angefangen, stehe ich ein bisschen neben mir, am Montag angefangen, blende ich euch hier das Cover ein. Das Herz des Verräters von Mary E. Pearson, das ist der zweite Teil zu Kuss der Lüge. Und in Kuss der Lüge ging es ja um die Lia, die verheiratet werden sollte. Und sie ist eine Prinzessin und sie ist deswegen geflohen. Und ihr folgten der Prinz und ein Attentäter. Ja, und so am Ende des Buchs hat sich aufgelöst, wer der Prinz ist und wer der Attentäter, weil man hatte immer ihre Sichtweise, dann hatte man die von Rafe und Caden und dann die von einem Attentäter und die von dem Prinzen und man wusste sozusagen nicht, also manches konnte man sich zusammenpuzzeln, aber dann habe ich wieder kompliziert gedacht und dachte, ach, die Autorin wird auch das nicht machen, wenn sie das tut und ach, sei dahingestellt. Also man wusste am Ende des ersten Teils auf jeden Fall, wer ist. Dann hat sich die Lia auch in einen von beiden verliebt und sie war in einer Situation, aus die sie sich im Laufe des zweiten Bands, denke ich mal, erstmal lösen muss. Ja, und mit der lieben Frau G. habe ich am Montag dieses angefangen. Wir wollten am Tag 10% lesen, wir haben beide das E-Book. Dementsprechend ist es schwer, die Einteilung zu machen, also etwa 10%, je nachdem, wo das Kapitel endet. Und das heißt, 5 Lesetage sind vorbei, 50% müssten gelesen sein. Ich bin bei 35%, das sind 185 Seiten. Ich glaube, das Buch hat
528, ist also doch gar nicht so wenig, ne? Aber ja, ich glaube, sie ist aber auch erst bei 38, deswegen passt das schon. Und ja, der Schreibstil gefällt mir immer noch Bombe. Ich finde, die Mary E. Pearson schreibt eine wunderbare Atmosphäre dieser Welt und hat auch tolle Beschreibungen, aber die Handlung, die geht gerade irgendwie so gar nicht voran und ja, bin auch nicht mit allem einverstanden, was jetzt mit den zwei Typen und Delia so passiert oder nicht passiert. Und worauf ich aber immer noch warte, theoretisch haben die Mädels dort immer eine Gabe. Und die Mutter von Delia hat auf jeden Fall eine Gabe und ich denke, sie hat auch eine Gabe, aber irgendwie kommt die noch nicht so richtig raus. Also immer mal so ein i-Tüpfelchen, aber was sie am Ende zu bedeuten hat und also auch für das Gesamtgeschehen und für sie und für das Königreich und warum diese Gabe von ihrer Mutter unterdrückt wurde und so. Bin auf jeden Fall sehr gespannt. Liest sich sehr gut, aber auch wie die Erbin hatte ich das Gefühl, es war sehr träge. Aber vielleicht liegt es einfach an mir und ich bin jetzt, glaube ich, eine Idee überbelichtet, weil gerade jetzt die Sonne rauskam. Aber das ist ja auch was Schönes. Dann habe ich noch, ich glaube am, nee, nicht am Freitag, das kann gar nicht sein. Auf jeden Fall habe ich noch am Mittwoch, ich glaube am Mittwoch war der 14. Und am 14. endet ja mein Submonat. Ich lese ja immer vom 15. des Monats bis zum 14. des Folgemonats. Und ermittle dann sozusagen mein Sub vorankommen. Und deswegen habe ich das am Mittwoch gelesen. Und gibt es in Death Note 2. Hat mir sehr gut gefallen. Es geht um den jungen Lai. Das ist nicht Lai. Und der findet das Death Note, das Tagebuch eines Todesgotts. Von Reich, der aussieht wie die Mischung aus, was habe ich gesagt, von einem Rockstar und dem Joker, ja genau. Und wenn man dort einen Namen einträgt in das Death Note, dann stirbt er an Herzversagen und man kann aber sozusagen noch die Umstände und die Todesart ergänzen. Man hat da so und so viele Sekunden Zeit, ja, und Lai findet das. Und er ist ein recht intelligenter Schüler und er hat sich gedacht, ich schaffe eine neue Welt, indem ich einfach alle Verbrecher umbringe. Und ja, und puzzelt sich das so ein bisschen zusammen. Da dachte ich mir im ersten Band schon, na, ob das aufgeht. Ich bin mal gespannt. Und das hier ist Elle. Und der gibt sich sozusagen auf die Jagd, zusammen mit FBI und keine Ahnung wie vielen Organisationen, weil Layan ihn nun überall auf der Welt versucht, je nachdem, was er in der Presse erfährt, wer da sozusagen alles ein Killer ist. Dementsprechend sind ja verschiedene Länder daran interessiert, diesen Mörder zu finden, obwohl es ja irgendwo ganz praktisch ist, auch finanziell sozusagen Verbrecher so umzubringen, geht es halt nicht auf. Vor allem, weil das ist ja auch bei der Todesstrafe das Problem, manchmal sitzen ja Leute ein, die sozusagen, wo es lange Mediengeschichten dazu gibt, was sie alles getan haben und manchmal ist es halt doch der Falsche. Und sprich, es sitzen auch Unschuldige im Gefängnis und dann gibt es ja immer noch diese Notwehrgeschichten und es gibt ja unterschiedliche Gründe, warum man jemanden umbringt. Und was ja auch die Schuldfrage dann verändert. Ja, und dann jeden einfach umzubringen, ist eine schwierige Geschichte. Und deswegen dachte ich nach dem ersten Band schon, na, mal gucken, wie das mit Lai weitergeht. Und habe jetzt den zweiten Teil verschlungen. Der war ultra spannend, weil man das Gefühl hatte, dass sich das Netz enger strickt. Und man sozusagen auch Elle ein bisschen über die Schulter gucken konnte. Und beide sind ja nun schon recht intelligent und versuchen immer die Schritte des anderen weiterzusehen. Und ach, der hat jetzt die und die umgebracht und daraus können wir das und das schließen. Und Lai dann wieder, ach, ich habe jetzt das gemacht, damit sie denken, das und ne. Sehr spannend. Und dann dachte ich mir, na, jetzt wird es langsam ein bisschen knapp. Und da habe ich gesehen, die Reihe hat 12 Bände. Oh je, also ist abgeschlossen. Aber was soll da noch alles passieren? Ich werde definitiv weiterlesen und freue mich auch auf diese Geschichte. Und ja, aber
Wahnsinn. Mir hat nicht alles gefallen. Also es ist eher so ein 4-Sterne-Buch, weil gab es schon so Szenen, wo ich dachte, Und dann, was mich ein bisschen stört, ist, dass der L meistens da sitzt wie so ein Affe. Und dann guckt er auch immer so wie ein Zombie. Hier kann man das. Wo seid ihr? Hier. Was sehe ich denn doch hier so? Ich hoffe, das könnt ihr sehen. Das sieht immer aus wie so ein Zombie, wenn er guckt. Oder sitzt halt hier da wie so ein. Ja, hier. Wie so ein Affe. Ich hoffe, ihr konntet was sehen. Ich kann gerade nichts sehen. Ja, so und dementsprechend 42 Seiten bei Resident Evil, 100 bei Die Erbin, 185 bei Herz des Verräters und Death Note hatte 208 Seiten, macht 535. Und dass ich einen relativ guten Seitenschnitt pro Tag habe, liegt eigentlich auch nur an dieser Manga-Geschichte. Ja, war lesetechnisch ein bisschen schwach, hatte aber verschiedene Gründe. Zum einen habe ich letztes Wochenende irgendwie... Es gibt eine schuldige Person, die kann sich jetzt ruhig angesprochen fühlen. Wieder angefangen habe, Computer zu spielen. Und wobei eigentlich bin ich die schuldige Person. Aber ich wurde angefixt. So, ich habe angefangen, Computer zu spielen. Und das hat mich natürlich einiges an Lesezeit gekostet. Und dann habe ich am Wochenende wieder mit Sport angefangen und hatte diese Woche auch schon 3 Sporteinheiten. Und die ich meistens abends mache und danach so schön duschen und bla. Und danach bin ich tot. Also abends lese ich zurzeit. Also immer wenn ich Sport mache, auch noch relativ wenig. Ist aber gut. Und ich mache ja Weight Watchers und ich habe die Woche auch 1 Kilo abgenommen. Also ansonsten auch jede Woche mal so etwa 500 Gramm. Oder meine Zunahme, falls ich eine Eiswoche hatte. Aber lief auf jeden Fall gut. Und dann war ich zweimal shoppen diese Woche, wirklich Power shoppen. Das eine Mal am Dienstag, weil ich noch Sachen für den Abiball gesucht habe, weil nämlich am Freitag Abiball war. Und dann war ich am Freitag nochmal mit einer Freundin shoppen. Also mit der Frau G, mit der ich auch... Herz des Verräters lese, weil ich nämlich für Irland noch Sachen brauche. Ich war nämlich in der ersten Ferienwoche nach Irland mit unseren Schülern und dort ist es etwas kälter. Also in der Woche, die wir dort sind, sind 16 bis 20 Grad und das heißt, es sind eigentlich 12 bis 16 Grad. Wir waren ja letztes Jahr schon mal dort, so mit 3/4 Hosen, aber die 20 Grad, das sind keine Deutschland 20 Grad. Also wenn bei uns sozusagen Sommer ist und wir haben eigentlich jeden Tag so 28 bis 33 Grad oder so, und dann hat man mal einen Tag, weil es nachts gewittert hat, mit 20 Grad, dann könnte man sich trotzdem die Klamotten vom Leib reißen, weil es einfach sehr, sehr schwül ist und die Sonne trotzdem drückt. Und das hat man in Irland eher nicht. Also 20 Grad ist schon fast Höchsttemperatur. Und es ist windig und dann regnet es einfach mal. Es ist so, dass ich nochmal nach festen Schuhen geguckt habe. Nach einer ordentlichen Jacke. Und auch mir neue Jeans gekauft habe und eine Leggings. Also wirklich lange Hosen und lange Oberteile. Ja. So, Sommer in Irland. Aber ich freue mich drauf und unsere Schüler, zumindest die, die ich unterrichte, die freuen sich auch schon sehr. Und ich denke mal, das wird eine sehr schöne Woche. Ja, und dementsprechend war ich halt auch noch ein bisschen Powershoppen. Und ja, und dann war am Freitag der Abiball. Also Freitag habe ich komplett gar nichts gelesen. Da hatte ich sozusagen frei, weil ich die ganze Woche schon genug unterrichtet hatte und auch Vertretungsstunden hatte. Das war auch so ein Grund, dass ich diese Woche recht viel, also dafür, dass es die vorletzte Schulwoche ist, recht viel unterrichtet hatte und auch recht viel Vertretungsstunden hatte. Weswegen ich auch immer recht knülle war, wenn ich nach Hause gekommen bin und dafür halt dann den Freitag frei hatte. Ne? Also irgendwie kompensiert sich das ja. Ja, und da waren wir morgens hier bei mir brunchen und dann waren wir eben shoppen und dann hatte ich noch eine Dreiviertel oder... so 35, 40 Minuten Zeit, bevor ich abgeholt wurde zum Abiball. Wir sind 16 Uhr losgefahren, weil 17 Uhr, es war dann sozusagen, begann die Zeugnisausgabe. Muss ich mir nochmal schnell duschen und fertig machen. Ja, und der Abiball am Freitag war einfach wunderschön. Wir haben ja richtig viele Schüler, die dann, also nicht nur die Abiturienten, sondern wir haben ja auch andere Abschlüsse, die da ihr Zeugnis bekommen haben. Deswegen geschätzt 250 Zeugnisse haben wir vergeben, also irgendwas zwischen 230 und 260. Ich will jetzt nicht lügen.
Und na, da müssen natürlich dann immer die ganzen Klassen aufgerufen werden und alles übergeben. Und zwischendurch gab es auch viel Kulturelles. Und ich fand es Bombe, was unsere Schüler dort wieder aufs Parkett gelegt haben. Sowohl was Gesang angeht, was Musizieren angeht, Sketche, Reden, Tanz, Kung-Fu. Es war einfach nur ein absolut geiles Programm. Und ich glaube, gegen 19.30 Uhr gab es dann Essen, aber das Programm ging dann immer noch weiter und dann hatten wir natürlich normal Musik. Und das war mein erster Abiball, wo so richtig viel getanzt wurde, wo richtig lange getanzt wurde. Also letztes Jahr, da ja, war mal so ein Pärchen und dann sind die Lehrer gegangen und dann kamen noch so ein paar Schüler, also dass vielleicht mal 30 Leute auf dieser Tanzfläche waren. Und ich hatte das Gefühl, dass diesen Freitag einfach alles aus dem Nähten platzte. Es war richtig, richtig schön und ich war so stolz und ich war so traurig, dass ich diese Schüler sozusagen jetzt in die Welt schicke und hoffe, dass die uns besuchen kommen. Ja, wenn ich weiterrede, fange ich gleich wieder an zu heulen. Ja, war echt ein richtig schöner Abend. Ich war um 2 zu Hause. Ja, und das ist der Grund, warum ich am Freitag gar nicht gelesen habe und warum ich jetzt am Samstag auch diesen Vlog nicht gedreht habe, weil ich war gestern schon ein bisschen verstrahlt. Also um 2 ins Bett, das ist, und ich habe auch noch getanzt, also zumindest das, was ich unter Tanzen verstehe, ich kann nicht gut tanzen. Und also auch was abends weggehen angeht, ich bin jetzt kein kompletter Stubenhocker, aber ich gehe dann eher so mit Leuten, also auch im Studium, was trinken oder also irgendwo, wo man sich hinsetzen kann und quatschen kann und nicht, wo man die ganze Zeit mit lauter Musik beschallt wird. Ja, ich komme mir mal langsam vor wie so eine alte Oma, wenn ich das erzähle, aber ich war schon immer der Typ, der lieber mit Leuten irgendwie quatscht als tanzt. Ich war nie eine Tanzmaus und dementsprechend tanze ich einmal im Jahr nämlich zum Abiball und dementsprechend ist es wahrscheinlich auch ist aber gut. Ich glaube, die Schüler haben es mir nicht übel genommen und es war trotzdem ein richtig schöner Abend. Ja, dementsprechend war ich halt gestern tot. Habe aber gestern 2 Bücher gelesen. Also nächste Woche in der Vlogwoche beginnt die ganze Geschichte hier schon ein bisschen anders. Ja, aber die Woche, die war halt ein bisschen leseschwach und das muss aber auch sein. Das kann man uns gönnen. Ansonsten zum Thema Spoiler. Ich werde jetzt schnell das Video schneiden und dann habe ich eine große Vorher-Nachher-Action bei mir in meinem Schlafzimmer. Ich mache ja gerade so diese Minimalismus-Sache und Ausmisten und da bin ich die letzten Wochen nicht dazu gekommen. Also nur, was ich mag, diese von typisch Sissy, ihre Challenge oder so, ihre Aufräumen- und Ausmist-Idee. Und da will ich heute irgendwie noch so 5 Videos drehen, also vorher, nachher Schlafzimmer und währenddessen noch einige Ausmist-Videos, damit, wenn ich dann in Irland bin, habt ihr einiges zu gucken. Oder nächste Woche, ich weiß noch nicht, wie ich es splitte. Wie gesagt, ich werde zig Videos drehen und eine richtig große Aufräume- und Ausmist-Action machen und ich freue mich schon drauf. Aber mein Schlafzimmer danach sicherlich um einiges leerer und befreiter ist und aufgeräumter. Und B, weil ich dadurch jetzt auch dann ein paar Videos am Stück abfilme, die ihr euch dann anschauen könnt. Und das nimmt ja mir auch sozusagen ein bisschen Druck raus, wenn ich heute einen großen Videodrehtag mache. Ja, freue ich mich auch schon sehr. Also eigentlich schon seit 2 Wochen, weil ich immer nie so die Zeit hatte am Wochenende, beziehungsweise letztes Wochenende ja am Computer gespielt habe, dass ich jetzt endlich starten kann mit meinem Schlafzimmer. Und deswegen mache ich das jetzt gleich. Ich hoffe, ihr hattet, obwohl das Vlog-Video, glaube ich, mein kürzester Vlog ever war, trotzdem ein bisschen Spaß mit mir. Und ich wünsche euch eine wunderschöne Woche und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin. Tschüss!